Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Hostile Maps, das mal Legendary mit Mixus 19. Ich habe dann noch ein Base umgebaut, also vor allem einfach Hühnerkäge angelegt. So. Da bin ich fleissig am Farmen gewesen. Und ja, ich habe halt eben aus zwei Eier, also sprich 20, habe ich dann endlich Hühnchen bekommen. Und habe das dann können dort, wie soll ich sagen, aufziehen. Ich habe schon ein paar Mal. Habe ich ein Wägel dabei? Nein, ich habe kein Wägel dabei. Ich habe schon ein paar Mal umgebaut. Zuerst sind sie einfach frei rumgelaufen. Das hat mich dann tierisch genervt, weil sie mir in den Weg gekommen sind mit dem Dingseln. Bock kann ich ja da lassen. Ich habe noch kein Pfeil. Oder besser gesagt, ich habe kein Pfeil mehr. Eben, sie sind mir in den Weg gekommen beim Holzhacken. Das hat mich recht angegurkt. Da habe ich jetzt endlich mal können. Setzlinge entfernen, die habe ich gerade verführt, um Birkenholz zu verbrennen. Da habe ich, eben man kommt nicht an die Eier her, ich musste immer Blöcke hersetzen, dass die vorgekommen sind und dann habe ich endlich mal zwei Hühnchen gehabt. Und wie ihr noch seht, habe ich ein neues Texture Pack. Es ist Nefshi 1.0. Nein, sie hat sich für sich ein Texture Pack gemacht und während wir mal so etwas zusammen aufgenommen haben, das werdet ihr dann auch noch sehen, früher oder später, also sobald ich da fertig bin eigentlich, habe ich gedacht, hat es mir das spontan übergegeben. Und ich finde es eigentlich noch cool, es gefällt mir sehr, vor allem der EP-Balk finde ich sehr schön, so Regenbogen. Und die Setzlinge sind sehr cool und einfach, es ist alles ein bisschen farbiger und freundlicher. Das ist doch lässig. Also, ich finde es cool. Redstone Torches. Finde ich recht cool. Einfach so ein bisschen. Es ist, glaube ich, Painterly Packs meiste und zum Teil hat es dann auch mal noch ein bisschen selber. Weißt du es? Was geht da lang? Ich würde sagen. Zum Teil hat es selber noch Sachen eingefügt und so, soviel ich weiß. So, ich muss noch etwas dazu sagen zum letzten Part. Das hat mich huere angeschissen, wie ich dort wieder gefehlt habe. Also. Ihr habt die Hälfte, nein, über die Hälfte habt ihr gar nicht gesehen. Ich habe mein Zeug wieder zurückholen und bin explodiert. Und zum Teil bin ich nicht mal über die Brücke drüber gekommen, weil es einfach richtig blöd gelaufen ist. Da habe ich gesehen, dass vorher wieder Creepers kommen. Sogar da. Und ja, jetzt sind etwa 3-4 Tage sind vergangen und jetzt habe ich gefunden, ich mache mal weiter. Ich will es ein bisschen vorantreiben. Aus einem speziellen Grund. Auch das werdet ihr sehen. Und ich habe die Zeit genutzt, um da ein bisschen umzubauen. Und ich laufe jetzt vorsichtig durch, weil es können immer noch Creepers da irgendwo sein. Ich habe alles zugemacht, wirklich alles. Da hinten wäre es noch weiter gegangen und ich habe mir jetzt da einen Weg aufgemacht. Einfach wirklich, dass ich diesen Mobs kann aus dem Weg gehen und ausweichen und überhaupt, das ist... Bah! Einfach nur schrecklich gewesen. So... Dann habe ich mir noch eine Taktik überlegt, wie ich jetzt, also besser gesagt überlegt, jetzt ist mir gerade eine in den Sinn gekommen, wie ich dort vorwärts kann kommen. So, jetzt müssen wir so vorsichtig sein. Ich weiss nicht, ob da Sachen spawnen, runtergehen. Mich wollen töten, also mich wollen töten, auf jeden Fall wollen sie mich töten. Aber ob wir das können schaffen, einfach so. Oder ob da wieder Viecher lauern. Sollte nicht. Wirklich, ich habe alles da. Hallo miteinander, da ist Exus 19. Ich habe eigentlich da wieder den Part anfangen, habe jetzt spontan wieder hier unten angefangen. So, ich habe es möglichst sicher gemacht, als ich mir dann Blöcke ausgegangen habe. Ich habe gefunden, komm, jetzt gehe ich einfach mal auf und probieren. Und so weit bin ich. Mega weit, hä? Und ich habe ja keine Blöcke mitgenommen. Egal, es sollte mit 4 gehen. Und zwar haben wir jetzt gerade überlegt. Nein, sicher geht es nicht mit 4. Komm. Wieso kann ich nicht hitten? Wieso treffen wir nicht? Das ist bis jetzt einmal immer gegangen. Egal, ich habe jetzt eigentlich überlegt, ich gehe so vor, dass ich... Ja, ich brauche Glück.
So, ich habe meine Blöcke geholt. Jetzt habe ich eigentlich vor, einfach so Schritt für Schritt führen. Ich meine, es gibt echt keine andere Lösung. Da kann ich leider noch kein Wacker platzieren. Und es ist alles voller Mobs, ja. Ihr seht es da. Skelett will ich eigentlich gerne abschlagen, aber irgendwie komme ich nicht unten durch. Jetzt. Skelett ist gerade weg zum Glück. Jetzt komme ich dort schon her. Nein. Was? Oh, und sie spawnen natürlich wieder hinter mir. Hey, ich check's echt nicht. Ich bewege mich jetzt so vorwärts. Ah ja, das letzte Mal ist mir einer im Gesicht noch gespawnt, also. Uncool. Aber was willst du machen? So. Zum Glück kann ich noch blocken. Gesicht. Ja, dich meine ich. Komm doch näher. Genau so. Da hätte ich mich nicht viel, aber ist jetzt egal. So. Schritt für Schritt. Ich muss. Ich habe sonst nicht wirklich Chancen. Was hat es jetzt? Ist das Sand? Ich kenne eben das Texture Pack noch nicht so gut. Ich glaube, es müsste Sand sein. Also kommen wir wagen es. Oh yes. Eine Kiste. Oh yes. Ihr werdet sowas von zerstört. Ihr Nazi-Spawner, ihr. Das ist, glaube ich, Souls End. Habe leider keine Schaufel dabei. Oder ist es Bedrock? Es könnte Bedrock sein. Ah, das ist Cleanstone. Ja, geil. Also komm, Gravel kann ich brauchen für viel. Wow. Nice. Das kann man immer brauchen. Also ja, man muss natürlich sehr vorsichtig sein, aber ich finde, man kann es brauchen mal. So. Schritt führen. Fackel rein und rennen. Flissi Box. Yes! Ich glaube, das ist eine Wolle. Yes! Actually, ich will ein bisschen mehr. Nehme ein Drittel mit wieder. Ah, oh, Gott sei Dank, Leute. Nur weg von da. Ey, wenn ich gewusst hätte, dass es nicht mehr so weit wäre, hätte ich das gerade noch im letzten Part reingequetscht. Sorry für das, aber Puh. Nein! Lass mich sein! Kann mal davon kommen. Oh nein, schau die Tonnenmops an. Enderman. Sally? Ah, komm, egal. Oh, er ist gerade draußen. Nein, nein, komm, ich kann jetzt bullen, ich verpiss mich. Sorry, ich verbissle mich, so wollte ich es sagen. Yes! Wow, wie schwindelig. Wow! Hört nur, wie es verbrennt. Herrlich. Ja, komm. Komm da durch.
Kommen alle da oben drauf. Kommen alle da hin. Ich will jetzt noch ein bisschen Freude haben. Sorry, das habe ich jetzt einfach gebraucht. Du Gesicht, du. Entschuldigung, irgendwas wurscht. Okay, bin wieder da. Falscher Knopf gekommen. So, also das ist jetzt einer der heitigsten Plätze ever gewesen. Die Castles sind einfach schwierig. Und trotzdem finde ich es bis jetzt die geilste Platz. Ich weiß nicht wieso, einfach so vom Aufbau her. Ha ja, schön. Auf jeden Fall. Da machen wir so halb zu. Vielleicht muss ich ja nochmal rein, wer weiß. Auf jeden Fall geschlossen. Hä? Dort bin ich gekommen. Also dort sind wir durch und jetzt ist eigentlich nur noch Pain Water da. Also komm, ich probiere es nochmal. Ich weiß nicht, brauche ich einen Pickel? Schwert brauche ich sicher. Wollen unbedingt da lassen. Unbedingt. Komm, ein halbes Schwert nochmal. Zwei Chickens. Ja, Moment, ich war schon hungrig gewesen. So keine Lust auf das, ich sag's euch. Aber je früher das hinter mir ist, desto besser. Vielleicht gehe ich nachher in Creative Map so ein bisschen üben, schwimmen. Oh, Halleluja. Nein, bitte nicht. Oh, habe ich Angst. Da geht's runter. Nein, Strömung, nein! Also komm, tauchen wir mal runter. Ist da Air Pocket? Ja. Ist in die Luft holen und weiter. Oben dran hat es keine Luft, he? Dort hat es Air Pocket. Oh Lord! Nein! Oh! Kann man unter Wasser essen, schon, he? Ja. Was ist da? Nein! Oh. Ah, da gibt's nichts, hä? Oh, oh Lord! Oh! Ah! Aber schaut mal, was ich gemacht habe. Nein, ich bin wieder da. Wir sehen uns dort. So, wisst ihr, was mir am meisten nervt? Das Herz. Oh, Obsidian. Stein, ja, du, mir ist es recht, ganz ehrlich. Ja, nie nicht schnaufen, leider. Nie nicht schnaufen, leider. Ach, ich kann nicht schnaufen, weil ich verbrannt bin. Okay, dann kann ich da noch schnaufen. Ja. Sogar anstehen, Ruhepause machen. Dreckslava. Also da geht es in dem Fall nicht weiter. He? Schade. Aber gut zu wissen. Ich muss alles auschecken oder dem blöden Labyrinth. Und jetzt habe ich. Habe ich es verkackt? Ja. Habe ich es verkackt? Komme ich jetzt gar nirgends mehr hin? Es hat doch keinen anderen Weg, da ist ja so. Komme ich da vorne nicht hin? Nein, oder? Nein, ganz sicher nicht. Schon wieder Luft holen. Nein! Ah, man kann im Lava schnaufen. Oder es hat so
Eine kleine da Lasche dazwischen, so eine Luft. Nein, ah! Luftlasche. Aber da komme ich auch nicht hoch. Doch, da komme ich hoch. Yes, Gott sei Dank. Nein! Oh! Okay, Ruhepause, hä? Puh! Oh Mann! Oh nein! Wieso gehst du da drüber? Hat es eine Strömung gehabt? Okay. Ja, nicht aus dem Wasser kumpen. Wenn ich den Kopf oben anschlage, denke ich, ist es vorbei. Pocket. Nice. Oh, Strömung! Nein! Nein! Oh, nein! Oh, Big Room. Nein, das geht jetzt noch runter. Ich bin verarscht. Egal. Gehen wir runter. Nein, Strömung! Oh, Dreck! Oh nein, ja, vergiss es. Ja, ich habe mir das Bahn jetzt gerade angesetzt. Ich würde sagen, das probiere ich wieder das nächste Mal. Aber wir haben jetzt schon mal gut Fortschritt gemacht. Ich hoffe, ich kann es so einrichten, dass ich dann alles zusammenschneide. Wir sehen das nächste Mal. Ich habe echt keine Nerven, so etwas. God damn it. Bis zum nächsten Mal. Peace.